Hallöchen. Vorab erstmal eine Sache. Das jetzt hier gezeigte im Video dient lediglich zur Anschauung und nicht zum Nachmachen. Geräte, die an 230 Volt betrieben werden, dürfen nur von qualifizierten Menschen geöffnet und repariert werden. Sie müssen das Fachwissen dazu haben, oder eine geeignete Berufsausbildung oder Qualifizierung dafür haben. Darum dient dieses Video nur zur Anschauung und nicht zur Anleitung, wie ihr das machen könnt. So, worum geht es? Ihr habt es im Vorschaubild schon gesehen. Um eine Waschmaschine, und zwar um meine Waschmaschine. Und das ist die Bauknecht Modell WAT Plus 510DI. Datum steht hier auch 16.08.2011. Also circa 11 Jahre alt. Und von einem Tag auf den anderen, beziehungsweise von einem Waschgang zum anderen, den kompletten Dienst versagt. Kein Mucks mehr, nichts mehr, kein Lebenszeichen mehr. Sie hatte noch gewaschen und den nächsten Waschgang, da war dann auf einmal alles tot, ging gar nichts mehr. Ich bin ausgegangen, vielleicht ist die Sicherung rausgesprungen oder FI-Schalter oder irgendwas. Guck, alles in Ordnung und es liegt hier dran. Ich habe auch schon reingeschaut. Ich weiß, was kaputt ist, aber das möchte ich euch zeigen, was da drin kaputt ist. Und zum Öffnen gibt es ja eigentlich nur einen Weg, das richtig zu machen oder es vernünftig zu machen. Wir haben hier einen Clip, noch einen Clip, hier ist noch ein Clip. Hier ist ein Clip, da ist ein Clip und da ist ein Clip. Und diese Platine, die hier drin ist, die wird auch für ganz viele andere Maschinen genommen. Für AEG, Bauknecht, Bosch, Siemens, wie auch immer. Ist für ganz viele unterschiedliche Maschinen. Und da gibt es dann ein paar ganz kleine, feine Unterschiede. Ich hatte mich auch ein bisschen blenden lassen davon. Und hatte gedacht, ich kriege das vielleicht für 3 Euro repariert oder 2,50, sagen wir es mal so. Ist aber doch ein bisschen teurer geworden. Der Ersatz, den ich hier brauche, kostet 6 Euro. Ich habe ihn jetzt nur für 6 Euro gekriegt bei eBay. Vielleicht gibt es auch noch günstiger, aber es war eben ein kompletter Ersatz. Ich brauchte jetzt nicht großartig suchen, wo ich die ganzen Einzelteile herkriege. Ich zeige euch gleich, woran es liegt. Ist ein ganz altbekannter Fehler. Ja, jetzt will der hier wieder nicht. Also hier einmal den Clips ein bisschen runter, da halte ich das fest. Hier ist auch noch ein Clips in der Mitte, den halte ich fest. Das ist hier nochmal der Clips an der Seite und dann geht das auf. So, und dann kommt uns das schon entgegen, da ist aber noch nichts so zu sehen. Und wie gesagt, nur von Leuten, die das qualifiziert machen dürfen. Hier sind Kondensatoren drin, die ihre Ladung halten können. Und da können bis zu 320 Volt noch drauf sein. Das kann extrem wehtun und auch euch eventuell töten. Darum macht das nicht nach. Ich zeige euch nur, was ich jetzt hier mache. Ich habe das Fachwissen, ich habe die Ausbildung dafür, um sowas auch zu dürfen. So, und dann kommt hier diese Platine zum Vorschein. Und der ein oder andere wird es jetzt wahrscheinlich schon gesehen haben, woran es liegt. Erst einmal ist das Ding von Whirlpool, steht hier so drauf, Whirlpool, und dann ist es die L2158. Es gibt noch andere Nummern, da wird sie, ist ein ganz kleiner Unterschied. Ich zoome jetzt mal auf den Fehler drauf, dann werdet ihr das sehen. Und jetzt dürfte man das schon sehen, und ich weiß nicht, wie der Farbabgleich, der Weißabgleich von der Kamera ist. Hier ist ein Widerstand und da ist ein Farbring zu erkennen und der ist hier orange. Naja, bräunlich-orange, der ist schon richtig verfärbt. Und ich habe geguckt im Internet nach
den Teilen, die ich dafür brauche, weil es ist eine ganz einfache Standardschaltung. Und zwar ist es hier der LNK304PN. Das ist ein Hochvolt-Schaltregler. In Anführungsstrichen. Hochvolt heißt 230 Volt, ein bisschen Zeugs drumherum und dann auf. Muss mal gucken. 12 Volt. 12 Volt, das, die Relais haben 12 Volt, also regelt ihr auf 12 Volt runter. Von 230 Volt direkt auf 12 Volt. So, und das Reparaturset beinhaltet, wo ich gesucht habe, einen 33 Ohm Widerstand, das IC natürlich. Und die Spule, ich glaube 4,7 µH müssten das sein. Ich weiß jetzt nicht vom Farbcode, ich glaube 4,7 oder 47 µH. So, ich habe hier aber noch Glück gehabt. So dermaßen kaputt ist es nicht. Es ist ein ganz normaler Standardfehler, den ganz viele Geräte auch haben. Der Widerstand geht durch, die Drossel geht durch und der Chip geht durch. Eventuell gehen auch noch die anderen Dioden und so weiter mit durch. Aber hier ist es leider, ich sag leider, zum Glück ist es hier nicht passiert, dass der Chip durchgegangen ist. Keine Dioden durchgegangen sind. Die Spule scheint auch noch in Ordnung zu sein, sondern nur der Widerstand ist durch. Und zwar ist der so hochohmig, dass ich da gar nichts mehr messen kann. Der hat keinen Kurzschluss gemacht, nix. Das ist das Gute. Ich werde mal hier das Multimeter beiseite legen. Gehe auf Ohm. Null, null, null. Gehe an den Widerstand. Jetzt hat er noch wieder was. Jetzt messe ich 5,68 Megaohm. Der war auch schon mal in Overload, also gar nichts gemessen. Heißt, er schützt, hat die Schaltung geschützt. Das ist das Gute. Es gibt auch Fälle, wo das wirklich passiert, dass der einen Kurzschluss kriegt. Der Widerstand und dann geht das Ganze ringsrum mit durch und kann dann noch mehr kaputt gehen. Ich werde jetzt auslöten, werde das jetzt auslöten und tauschen. Jetzt sehe ich gerade, der Widerstand ist sogar noch ein ganzes Ende größer. Das ist ein 3 Watt Widerstand hier. Ich glaube, das ist hier auch ein 3 Watt oder ein 2 Watt Widerstand. Dann werde ich das wieder einbauen und dann hoffe ich, dass es hinhaut. Die Elkos. Löte ich die mit aus? Ich löte sie mal aus, ich messe die mal nach. Genauso wie die zwei hier. Das sind 2000 µ, 16 Volt. Aber das sind die 400 Volt Elgos mit 4,7 µ, 400 Volt. Ich werde sie mal auslöten und einmal nachmessen, was sie sagen. Hier ist auch noch mal ein Elko, 47 µ, 50 Volt. Ich habe leider noch nicht so ganz rausgekriegt, wie hier das mit dem Strom funktioniert. Also bei der Waschmaschine sehe ich, dass die Eingangsspannung hier drauf geht. Aber ich weiß nicht, ob das L und N direkt ist, weil da ist der Wählschalter drüber. Und hier ist auch noch irgendwie was. Das ist ganz komisch. Aber ich werde das austauschen und dann probiere ich es aus. Ich sage dann gleich Bescheid, ob es funktioniert hat oder nicht. Wenn es nicht funktioniert hat, dann habe ich noch eine Möglichkeit in der Hinterhand. Das heißt, die Waschmaschine fliegt weg und ich kriege eine andere gebrauchte, die dann aber auch schon ähnlich alt ist. Aber ist egal. Hauptsache, ich kann wieder waschen. Es ist schon 2 Wochen her und ich musste schon fremd waschen lassen. Gut, also. Ich würde mich dann gleich wieder melden, wenn das soweit getauscht ist. Und dann werde ich auch noch sagen, ob es hinhaut oder nicht. Gut, dann sehen wir uns nachher gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich das eingelötet. Habt ihr ja eben sehen können.
Ich habe das IC auf einen Sockel gesetzt. Das andere IC werde ich mir noch aufheben, falls was sein sollte. Ich habe einfach einen Sockel reingelötet. Ich hatte einen da. Spule habe ich auch getauscht, weil ich weiß ja nicht, ob die andere Spule in Ordnung ist. Könnte ich theoretisch testen. Können wir ja nochmal schnell gemeinsam machen. Hier ist jetzt hier aber der Bügel abhanden gekommen von dem Sockel. Kann er nicht messen. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Schauen wir mal. 4,7. Ja, 4,7 Mikro oder 470 Mikro oder sowas sollte es haben. Passt 0,49 Millihenry. Ist eigentlich okay. Die Spule passt. Das IC weiß ich nicht. Hat Drehen und Source. Da ist ein MOSFET drinne. Vielleicht kann er da was mit anfangen. Sagt er was mit Kiloohm? Jetzt muss man mal gucken. Eins und zwei und eins. Ich glaube, das kriege ich jetzt so gar nicht gemessen. Aber mit einem Multimeter habe ich da jetzt nichts messen können. Ich habe es erstmal ausgetauscht. So, jetzt werde ich das wieder zusammensetzen hier. Ist eigentlich ganz simpel. Muss das richtig rum sein. So. Einfach so da rein. Und den Deckel wieder oben drauf. Und schon passt das. Also diese Reparaturkits, die aus diesem Widerstand bestehen, IC und Spule, die drei Sachen, habe ich glaube ich vergessen zu erwähnen. Man kriegt sie einmal mit dem 33 Ohm und einmal mit dem 22 Ohm. Das ist der Unterschied. Ich habe mich erst blenden lassen mit 22 Ohm. Aber mich hat es gefuchst, dass der hier so relativ orange aussieht. Und habe dann nochmal genauer gesucht und habe dann gesehen, ach, hier muss der 33 Ohm rein. Wahrscheinlich wäre der 22 Ohm auch, hätte auch funktioniert. Weiß ich nicht. Aber ich baue das jetzt ein und würde mich gleich melden, ob sie wieder funktioniert oder nicht. Ich schätze mal schon. Ich glaube, das ist auch ein bisschen mein Verschulden, weil ich ab und zu vergessen habe, den Stecker rauszuziehen und auch auf Null zu schalten. Dann war die ganze Geschichte und der Strom. Und hier, wenn das ein 3 Watt Widerstand ist, ja, geht doch einiges an Strom drüber. Also muss ich jetzt dran denken, wenn sie fertig ist, den Stecker zu ziehen, dann wird das länger halten, denke ich mal. Ich gehe davon aus, dass es jetzt wieder funktioniert. Ich habe dafür jetzt 6 € bezahlt für die drei Sachen bei eBay. Ich hätte auch das mit dem 22 Ohm für 2,50 € kriegen können. Ja, egal, aber es lohnt sich immer noch, bevor ich mir eine komplett neue Waschmaschine kaufen muss, wo ich kein Geld für habe. Nämlich gebe ich doch lieber 6 € oder 7 € dafür aus und dann ist gut. Also wenn ihr mal sowas habt, gebt das so jemand, der sowas reparieren darf und kann. Macht das bitte nicht selber. Und dann zahlt ihr da vielleicht einen 10er oder 20 € für die Reparatur und dann läuft eure Maschine wieder. Also wie gesagt, es ist Bauknecht. Bei mir, da steht Whirlpool drauf. Ich schätze mal für Whirlpool genauso. AEG, Siemens, Bosch.
Und nicht nur Waschmaschine, auch Geschirrspüler. Die haben auch teilweise diese LNK 304 drinne. Das ist irgendwie eine Standardschaltung geworden. Findet man auch ganz viel über Google oder YouTube. Ganz viele Geräte, die mit diesen drei Sachen wirklich immer am Ausfallen sind und wirklich relativ einfach zu reparieren sind. Gut, dann danke fürs Zugucken. Ich melde mich, ich werde dann gleich noch sagen, ob sie funktioniert. Und dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So, Waschmaschine funktioniert wieder. Ist gerade am Waschen, 95 Grad, einmal leer durchlaufen lassen, weil sie so lange stand mit dem alten Ekelwasser drin. Okay, dann tschüssi.